Und gelb, perfekt. So, das ist die perfekte Mischung. Rot, gelb, grün. Rot und gelb füllt das Leben komplett auf. Ist dann genauso gut wie dreimal grün, aber ist halt Verschwendung im Endeffekt. Und gelb erhöht noch zusätzlich das maximale Leben, wie man nach einer Anzeige sehen kann. 1, 2, 3, 4, 5 grüne Felder aktuell. Man kann noch 1, 2, 3, 4, 5 weitere dazu schalten. Ja. Ja, so, weiter geht's. Oh, Download abgeschlossen. Finde ich cool. Habe ich ein weiteres Spiel jetzt in einer Steam-Liste zum Spielen. Würde ich irgendwann auch mal testen, ob es sich für ein Let's Play lohnt oder nicht. Habe ich nämlich noch einige. Hier die Blendgranaten, von denen ich gesprochen hatte. Die werden sich noch irgendwann lohnen. Aber eher im späteren Verlauf. Warte, hier ist noch eine Leiter. Theoretisch hätte ich mich auch hier... Nee, hätte ich nicht. Hier ist ein Übergang, Mist. Hätte nichts gebracht. Okay. Das Haus gibt's noch. Okay. Was um alles in der Welt? Wenn er doch nur mitkäme. Na, so einen gegrillten Polizisten kannst du aber schlecht unter den Arm klemmen. Obwohl, wer weiß, versucht habe ich es bisher noch nie. Ist ja gut. Oh, Geld. 1100 Peseten. Mal schieben. Schieben will ich nicht. Ah, Moment. So. Geld und... Munition und noch mehr Munition. Jo, gibt's hier erstmal, glaube ich, nichts mehr zu finden. Ah ja, die beiden Hütten noch, die ich ausgelassen habe, weil ich da den Weg eh entlang muss. Ach. So, dann einmal hier. Gucken, hier ist nichts. Hier ist auch nix. Na gut. Da lang. Nichts. Ein leerer Raum. Schön. Sowas findet man noch gerne. Ah. Pistolenmunition. Und was haben wir hier? Aufruf zur Wachsamkeit. Vor kurzem hieß es, ein Mitglied der US-Regierung sei hier im Dorf, um Nachforschung anzustellen. Sorge dafür, dass er unseren Gast nicht kontaktiert. Unseren Gast. Falls ihr es nicht wisst, unser Gast ist in einem Haus hinter dem Bauernhof. Sobald wir so weit sind, bringen wir ihn an einen sicheren Ort im Tal. Dort bleibt er bis auf Weiteres. Passt bis dahin auf, dass der Ami nicht in seine Nähe kommt. Wir wissen nicht, wie die US-Regierung von unserem Dorf erfahren hat, aber wir finden es heraus. Ich glaube jedoch, dass sein Eindringen zum jetzigen Zeitpunkt kein Zufall ist. Sicher ist noch jemand anders als die US-Regierung in die Sache verwickelt. Männer, bleibt wachsam. Bürgermeister Bitores Mendez. Nee. Mendez, nicht Menderes. Was habe ich jetzt gesagt? Moment. So, und zurück. So, Menderes ist also der Bürgermeister. Und auf ins nächste Gebiet. Ich sehe schon. Karte. Ne, die sind hier nicht markiert. So, Steuerung hier. Auch diese Medaillen kann man hier nämlich abschießen. Die sind überall hier in diesem Level verteilt. Da ist eins. Ich weiß, dass hier noch irgendwo welche sind. Boah, mysteriös. Was ich nachschauen wollte. Was auch noch wichtig ist. So. Mit Soundanpassung kann ich nicht machen. Nee.
Naja, kann ich auch im Nachhinein noch runterregeln. 9 PC. Und ein weiterer Speicherpunkt. Hau ich auf die 2 hin. Kapitel 1.1, Saves 2, Zeit 36 Minuten. Ach, läuft. Ungefähr eine Viertelstunde pro Speicherpunkt. Hey. Mensch, ich lass mir ja Zeit. Oh, und hier ist unser erster Schatz. Unser erster richtiger Schatz. So. Nee. Mann, das stinkt. Ah, wieso hat... Nein! Und schön dann mit dem Messer meucheln. Um Munition zu sparen. Hm. Oh, ein Ei. Da liegt ein Ei. Ich will das Ei. Gib mir das Ei hier. Braunes Hühnerei. Dann werde ich gleich nochmal gucken müssen. Da liegt noch eins. Schnapp ich mir nochmal. Oh, sogar zwei. Nett. Her mit dem Ei. Das war beinahe verschwunden. Das hätte ich schade gefunden. Ich mag... Denn die Eier... Ach, da ist er. Oh. Das war gerade Glück. Nix. Und Messern in die Eier. Eier gesammelt und Eier gemessert. Kreislauf des Eierseins. Verdammt. Ah, ja, ich hätte drauf. Ich hätte das Ding hier nicht wieder öffnen sollen. Scheiße. Kann ich vielleicht laden? So eitel bin ich dann doch. So. Spiel laden. Schreibmaschine. Ja, habe ich die Eier jetzt nicht, aber ist egal. Das stört mich jetzt nicht. Denn ich will das Zeug ehrlich gesagt schon gern haben. Einmal. Und zweimal. Sonst wäre das ins Dreck gefallen und es wäre nicht so wertvoll gewesen wie jetzt Perlenanhänger. Ist ja etwas, das nicht gerade wertlos ist. Ei. Nein! Wow. Das war Glück. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, aber das war wirklich Glück gerade. Oder können. Reaktionszeit und so. Uäh. Nicht mit mir, Arsch. Glatzkopf. Hoppala. Wow. Oh, das wäre auch noch was gewesen. So, ist tot. Hinterlässt aber nichts. Gut, schnapp ich mir eben das Ei. Habe ich eigentlich erklärt, was Eier bringen? Die können unter anderem auch Leben heilen, aber man kann mit denen auch werfen. Das finde ich cool. Man kann wirklich mit Eiern werfen, ja. So, was dieser Hund hier macht, weiß ich nicht. Es ist scheinbar der gleiche, aber welchen Zweck er erfüllt. Ich weiß nicht, ob irgendwas hier im Baum war? Wuff, wuff, ja, Wuffel. Schön. So. Also, da war ja auch so ein Medaillon. Ich werde mich gleich mal drum kümmern. Denn ihr habt ja auch sicherlich schon den blauen Zettel, ja, am Baum gesehen. Der erklärt, was genau es mit diesen Medaillons auf sich hat. Zuerst will ich hier ehrlich gesagt ein bisschen aufräumen. Naja, falsche Taste.
Messern ins Gesicht. Oh, der hat gerade nach seinem Lord gerufen. So. Wo ist er? Da oben. What's up, dude? How are we doing? Verdammt daneben. Ach Mann, leck mich. Und dann warte ich die eben hier unten. Oh, kommt auch schon einer. Oh. Ja. Ah. So wird das gemacht. Und bis dann. Der ist wahrscheinlich wieder auf Beinen. Nein, falsch. So. Was mich auch so ein bisschen stört, ist, dass ich so langsam bin. Also langsam mit. Langsam betreffend Schusszahl und so weiter. Ja, das auch. Eigentlich alles. Die ganzen Waffen sind ein bisschen meh. Dahin komme ich noch. So, jetzt kann ich mich wieder ans Sammeln machen. Beziehungsweise jetzt endlich hier werdet ihr nicht mehr auf Verfolter gespannt. Hier. Blaue Medaillen. Medaillen, ist ja fast das gleiche. 15 blaue Medaillen, 7 auf dem Bauernhof, 8 auf dem Friedhof. Diejenigen unter euch, die 10 oder mehr zerstören, werden belohnt. Der Rest ist unlesbar. Moment. Leckeres Gerstenvollgetränk. So, sind die jetzt zufällig auf der Karte markiert? Ja! Da sieht man's. 15 Stück sind insgesamt. 10 brauchen wir allerdings nur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hier. 8 dort. Das heißt, theoretisch müssen wir hier alle finden, da nur 3. Läuft ja eigentlich. So, und das macht eigentlich die ganze Sache auch einfach, wenn man die Karte hat. So, wo ist der nächste? Da. Okay, ja. Wenn Leon allerdings nicht so wackeln würde hier. Perfekt. Lass es laufen. Nee, falsche Taste. Verdammt. Komm schon. Ah, perfekt. Ja, ihr Hühner. Ja, ist ja gut. Habe ich eigentlich hier schon aufgemacht? Ja, hab ich. Alles mitnehmen, was geht. So, 3 sind dann noch. 1 ist an dem Rad hier. Da sehen wir es auch schon. Das nächste ist dort. Man sieht es leicht schimmern. Ah, ein Ei. Goldenes Hühnerei. Jo, geil. Das finde ich doch mal schön. Schöne Eier auf jeden Fall. Ganz schöne Eier. Na, geht doch. Und man kann endlich was öffnen. Und ein Spinell. Yeah. Noch ein Schränkchen mit Geld. Mensch. Wofür braucht man das Geld? Ja, das ist eine gute Frage. Die Frage wird noch beantwortet. Aber man kann sich eigentlich denken, wofür braucht man schon Geld? Zum Sammeln. Munition. Ah, da. Nee, falsch. Na, komm. Ach, verdammt. Ach ja, ich habe ja noch gesagt, hier kann man sich noch was holen. Ah. Irgendwie schon cool, das mal wieder zu spielen. Einfach weil ich es schon so oft durchgespielt habe und irgendwie... Übrigens, ehrlich gesagt, das einzige Resident Evil Teil, das ich durchgespielt habe. Habe ich das schon mal erwähnt? Weiß ich gar nicht mehr.
irgendwann bestimmt mal. So, jetzt können wir uns auch hierhin bewegen. Gucken. Arbeitet hier irgendwer? Wenn ja, interessiert uns erstmal nicht. So, da ist eins. Alter Schwede, wie der am Wackeln ist, ey. Ja, Treffer. Und der hier vorne. Perfekt.